Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Beim letzten Mal hatten wir ein paar richtig coole Amiibo-Herausforderungen mit dem Tintenfisch. Da mussten wir nämlich ein paar Level spielen mit begrenzter Tinte nur. Und das war auch gar nicht so einfach. Also da freue ich mich schon auf weitere Amiibo-Herausforderungen mit dem Tintenfisch, wo wir das auch tun müssen. Aber heute soll es erstmal wieder um den Heldenmodus gehen, wo wir jetzt auch gleich hingehen werden. Da sind wir gerade in Welt 4 unterwegs und da fehlen uns noch 3 Level und halt der Boss. Und ich denke mal, diese 3 Level werden wir in dem Part auch schaffen, sofern es keine anderen Zwischenfälle geben sollte. Schauen wir mal, es müsste erst nächstes, glaube ich, Level 20 kommen. Ne, 19 kommt als nächstes. Das hier ist nämlich 19. Genau. Durchdrehende Plattformen und das starten wir auch gleich. Jupp. Und vielleicht schaffen wir sogar in dem Part auch noch den Boss, wenn wir schnell genug sind. Schauen wir mal, dann wären wir mit Welt 4 nämlich schon fertig. Aber das steht noch in den Sternen. Wir gucken erstmal. So, durchdrehende Plattformen. Und ich darf wieder überall hinschießen und muss nicht mehr sparen mit meiner Tinte. Das war wirklich sehr schön. Also ist schon cool auf jeden Fall mit Tinte sparen zu müssen. Deswegen mag ich auch die Herausforderung ganz gerne. Aber jetzt wieder überall hinballern zu dürfen, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass die Tinte komplett leer gehen könnte, da bin ich schon auch ganz froh drüber, muss ich sagen. Und was hat es jetzt eigentlich mit Nummer 2 und Nummer 1 auf sich? Und wo ist Kuttelfisch? Das ist noch die Frage. Da ist Ausrüstung. Ja, okay, die Plattform. Ja, das erinnert mich jetzt sehr stark an Galaxy irgendwie, weil es da auch immer im Weltraum schwebende, sich drehende Plattformen gab. Und das erinnert mich jetzt wirklich stark daran. Ja, an Galaxy, das war jetzt knapp. Aber ist cool, weil ich mag Galaxy. Mich erinnert ja der ganze Heldenmodus von Splatoon ein bisschen an Galaxy, aber das finde ich ja auch eigentlich ganz gut so. Okay, dann will ich dich gleich mal töten, bam. Und dich da hinten auch. So, zack, sehr schön. Okay. Ja, was hat's mit Nummer 1 und Nummer 2 auf sich? Also ich habe schon vielleicht eine Idee, wer das sein könnte, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Soll ich die mal äußern, die Theorie? Ich sag's einfach mal, vielleicht sind es ja die beiden Inkling-Schwestern, die immer uns die Update-Nachrichten geben und so, also die immer die News sagen am Anfang. Vielleicht sind es die beiden, aber es kann auch sein, dass es jemand ganz anderes ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und wo ist Kuttelfisch? Und wer hat ihn entführt? Ja, wahrscheinlich halt der Oberboss von den Octarianern. Vielleicht der Final Boss am Ende, den wir bekämpfen werden. Ich habe keine Ahnung. Werden wir schon noch alles erfahren. Ich bin jetzt hier ein bisschen schnell durchgerusht durch den Abschnitt, ohne mich umzugucken, was wahrscheinlich ein Fehler ist. Ich glaube, hier kann man das auch relativ böse verstecken. Ja, das sieht aber alles wirklich sehr episch aus, wie ich das... Komme ich da hoch eigentlich auch hoch? Nee. Das sieht aber alles sehr episch aus, wie sich hier die ganzen Plattformen immer drehen. Und das können wir schon aus der Ferne alles erkennen. Das sieht aus wie so Tentakeln irgendwie, die Dinger. Das sollen das Tentakel darstellen? Wahrscheinlich. Denke ich einfach mal. Würde ja passen, ne? Und ja, ich weiß nicht, wie man hier die... Schrift, also wo man die Schriftrolle hier überall verstecken kann. Sie kann eigentlich nicht einfach so auf so einer sich drehenden Plattform sein und dass ich warten muss, bis die Unterseite dann zum Beispiel oben ist. Das kann eigentlich nicht sein, weil die Schriftrollen sind ja immer zwingend in Kisten. Also war bisher auf jeden Fall jedes Mal so. Und Kisten würden ja da runterfallen. Also ich glaube nicht, dass Kisten an Wänden oder Decken haften können. Ich glaube, die würden dann einfach runterfallen oder so. Deswegen kann das eigentlich nicht sein. Ja, obwohl Gegner können da auch dran haften. Dann Kisten vielleicht auch. Also es wäre auf jeden Fall ein denkbares Versteck, das halt auf der Unterseite von irgendeiner Plattform dann die Kiste ist, wo dann die Schriftrolle drin ist. Das kann ich mir gut vorstellen, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir sie schon verpasst haben, weil das ist nämlich schon der letzte Checkpoint. Das Level war nämlich gar nicht so lang. Ich glaube sogar, dass ich sie wirklich verpasst habe. Ja, ich hätte bei dem einen Abschnitt da vorhin und am Anfang ein bisschen gründlicher sein sollen, aber ich habe da wieder irgendwie dann die ganze Zeit über die Amiibo-Herausforderungen geredet und da gar nicht mehr darauf geachtet, was überhaupt los ist. Und dann habe ich irgendwie wieder alles verpasst, kriege ich die Dinger da. Ja, nicht so einfach. Dann habe ich wieder gar nicht darauf geachtet, was überhaupt los ist und dann habe ich wahrscheinlich... Oh mein Gott. Und dann habe ich sie wahrscheinlich irgendwie irgendwo verpasst. Ja, blöd. Aber die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr... kriegen. Ja, vielleicht doch noch. Wir schauen mal. Da oben ist ja erst die Elektrowelt. Ein bisschen was kommt ja noch. Aha, ich habe sie gefunden. Okay. Hier in so einer Lücke. Wunderbar. Das habe ich mittlerweile auch gelernt, wenn ich von irgendwo runterspringe. Immer erst zurückschauen, weil da oftmals etwas ist. Ich glaube, es war schon mal eine Schriftrolle auf diese Art und Weise versteckt. Dass ich irgendwo runterspringen musste und dann zurücklaufen musste und dann war sie da. Oder ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und ich warte ja immer noch auf das Level, wo einfach... Muss ich da jetzt hier so hoch? Ich warte ja immer noch auf das Level, wo einfach ganz am Anfang ich nach hinten gehen muss und wo da dann eine Schriftrolle versteckt ist. Das wird doch auch noch kommen, oder? Da bin ich mir fast schon sicher. Und das ist jetzt gar nicht so einfach, hier hochzukommen, muss ich zugeben, weil ich jetzt hier so komisch dazwischen landen muss, ohne runterzufallen. Also das Level ist gar nicht so einfach, wenn man nicht runterfallen will hier, aber war schon ganz gut machbar. Okay. Yay, haben wir das erste Level aus dem Part schon geschafft, die durchdrehenden Plattformen. Wunderbar, dann schaffen wir, wenn es so weitergeht, vielleicht wirklich den Boss noch. Hier von Welt 4, aber wie gesagt, schauen wir erstmal. So, was steht denn auf der Schriftrolle?
Gewährt das große Wuschelige dem kleinen Gestreiften ein Zuhause oder steuert der kleine Gestreifte das große Wuschelige? Vermutlich ist es egal. Was? Verstehe ich nicht. Egal, wir machen weiter. So, Level 20 suche ich. Du bist 21. Zu dir will ich nicht. Das machen wir gleich erst. Unschönes Flugobjekt über der Dekabahnstation. Ah, okay. Dekabahnstation und Flugobjekt da. Also Tinferno. Das ist interessant. Und das jetzt wahrscheinlich wieder, ich sehe schon, ja. Octoling-Hinterhalt im Blauflossendepot. Okay, Blauflossendepot ist wieder mal eine neue Map, die ich noch nicht kenne. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch eine Map sein, die dann später noch durch Updates hinzugefügt wird. Und das finde ich cool. Ach, es ist die hier. Ah, okay. Die Octolinge mit den Algen auf dem Kopf sind echt gefährlich. Versuche es von oben, Nummer 3. Echt, warum? Was können die so Besonderes? Keine Ahnung. Ja, du Scheiße, ich weiß es nicht. Das Level hatten wir ja auch schon mal. Sind die schneller? Ich glaube, sie sind ein bisschen schneller. Das Level hatten wir ja auch schon mal. Aber damals war es eben mit dem Tinferno. Mit dem Tinferno-Typen. Aber jetzt ist es diesmal... Ja, scheiße. Jetzt ist es diesmal als Octoling-Hinterhalt. Okay. Und das soll auch mal als Update hinzukommen, diese Map. Da freue ich mich schon drauf, weil die ist auch ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ist die symmetrisch überhaupt? Doch, ist sie schon, ja. Ich glaube, ja doch. Aber die ist relativ verzwickt, glaube ich. Und ein bisschen großes Durcheinander. Aber ist ja auch ganz cool. Wo ist das jetzt hin? Das liegt da. Nein! Oh, shit. Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte sie getötet. Ah, oh Gott, jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Aber nee, ich war offenbar zu lahm. Sag mal mehr. Habe ich eigentlich schon einen Checkpoint irgendwo gefunden? Offenbar nicht, weil sonst wäre ich ja da gespawnt bei dem. Aber vielleicht habe ich schon einen halt gefunden, aber halt nicht aktiviert, weil ich zu dumm war. Das kann gut sein. Ich sollte eher auf Checkpoints gucken und die immer schon aktivieren, damit ich halt, wenn ich sterbe, wieder dann da starten kann eben. So, komm her. Bam. Na, komm her. Sehr schön, okay. Was hier drin? Ah, Ausrüstung, sehr gut. Kann ich gut brauchen. Dankeschön. Die Frage ist auch, wo ist hier die Schriftrolle? Denn wie gesagt, wir haben ja das Level schon mal gespielt. Und hier ist ein Checkpoint. Und damals war die Schriftrolle eher so ein bisschen am Ende. Da musste ich auch so ein bisschen zurücklaufen, glaube ich, oder sowas. Ich weiß nicht mehr sicher. Und ich kriege Bombenhagel. Setze ich den jetzt gleich ein? Hier hinten? Ich weiß noch nicht sicher. Aber ich denke mal, dass die Schriftrolle hier jetzt woanders ist und nicht am selben Ort, weil das ein bisschen lame wäre irgendwie. Aber das sehen wir ja dann. Aber die Octolinge sind nicht immer so super gut, weil die sich oftmals... Och du Scheiße. Weil die sich oftmals zum Tintenfisch verwandeln in ungünstigen Situationen und ich sie dann relativ... Oh Gott. Und ich sie dann relativ einfach treffen kann. Also so gut sind die nicht. Also man kann schon ganz gut gegen sie vorgehen, finde ich. Aber das Level ist schon schwieriger, was den... also von den Octolinge-Hinterhalt-Leveln bisher, finde ich. Ich glaube, hier irgendwo war die Seite. Ne, hier ist diesmal Bonus. Die Tinsuka. Okay, jetzt habe ich... Weil ich jetzt das eine noch eingesammelt hatte, während ich den anderen Bonus noch hatte, wurde der einfach überschrieben, ohne überhaupt eingesetzt zu werden. Okay. Also ich sollte die schon immer schnell einsetzen. Ah, shit. Komm schon, lass dich halt treffen. Bam. Also, geht doch. Oh Gott, ist hier nochmal jemand? Ne, ich glaube nicht. Ich verstecke mich aber erstmal, damit ich wieder ein bisschen geheilt werden kann. Okay. So, wo ist die Seite, ist die Frage, oder die Schriftrolle? Ich will die natürlich schon noch finden, ne? Ich glaube, hier war sie damals. Ne, hier ist aber ein Schild. Ja, habe ich aber auch nichts dagegen. Ich guck mal hier nach unten, weil wir hier noch gar nicht waren. Hier ist ja noch nichts blau. Und vielleicht ist hier noch irgendwo eine Kiste. Aber nee, ich sehe keine. Ha. Da oben vielleicht noch. Ich schau mal noch kurz hier hoch. Da noch eine ist. Ja, da war ich ja auch schon. Ha. Hier vielleicht? Und hier ist gar keine Kiste. Hä? Wo sind die? Gibt's doch nicht. Oder kommt die noch ganz, ganz am Ende? Das glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass die hier irgendwo in der Mitte versteckt ist und nicht ganz am Ende. Das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Aber ich weiß gar nicht, wo die es sein soll. Muss ich zugeben. Ja, dann gehe ich erstmal doch ans Ende. Und wenn ich sie dann nicht gefunden habe, dann werde ich halt wieder zurück zum Anfang gehen oder zurück zur Mitte und mich da noch ein bisschen genauer umgucken. Aber ich schaue jetzt erstmal noch weiter. Aber vielleicht kommt sie ja wirklich noch. So, mein Schild werde ich, glaube ich, gleich gegen den Typen da einsetzen. Oder brauche ich das? Ja, obwohl, nee, kann ich auch so killen. Oder eine Sie ist das ja eher. Also ich weiß gar nicht, ist die Octo... Die Octolinge sehen weiblicher aus als eher männlich, sage ich jetzt mal. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch weiblich. Aber sind die alle weiblich? Oder gibt es da auch männliche von denen? Keine Ahnung. Ja, wo ist die Seite, hey? Mann, wo ist denn die? Bin ich blöd? War die ganz am Anfang vielleicht? Ich weiß nicht. Warum ist hier eigentlich so ein Ding? Keine Ahnung. Und ein Viech ist da noch. Ja, okay. Der Schild war jetzt nicht mehr ganz so nötig. Ich hab das wieder... Ja, nee, war schon gut, weil ich jetzt... Was tust du? Weil ich jetzt dich töten kann. Sehr schön. Das war ja wieder eine mit Algen auf den Kopf, also eine stärkere. Ja gut, dann ist vielleicht hier noch die Seite, weil die bewacht wurde von der einen da. Nee, doch nicht. Hier hinten? Kamera, lass mich mal gucken. Kamera. Nee, da ist nichts mehr. Hä?
Wo ist denn das Ding? Da oben ist doch. Da oben ist doch bestimmt keine Kiste mehr. Da wette ich alles. Halt da unten. Ah, da unten. Oh, wie fies. Wie fies. Okay, hier ist sie. Ja, yep. Sehr schön, okay. Ich frage mich ja, ob diese Stelle hier dann auch dabei sein wird, wenn die Map dann auch online verfügbar ist und durch ein Update hinzukommt. Weil ich denke mal, sie kommt auch dazu, wenn das Nintendo schon gesagt hat. Und ist dann dieses Gitter hier auch dabei, wo ich dann nach unten fallen kann und da unten ist dann ein Bonusraum quasi? Oder wird der dann einfach nicht da sein und da ist dann einfach nur Wasser, wo ich sterbe? Das kann ich mir eher vorstellen, weil ich meine, das hätte ja keinen Sinn, wenn da unten noch sowas ist, oder? Also außer halt ein bisschen zum Einfärben, aber wirklich viel ist das ja jetzt auch nicht. Aber werden wir dann schon noch sehen, wenn die Map mal irgendwann durch ein Update hinzukommen sollte. Okay. Das hätten wir also auch geschafft. Und dann freue ich mich schon auf das Tinferno-Level, denn die sind auch immer gar nicht so einfach, aber erstmal wieder ein bisschen lesen. Das neue Album Fresh Kids von Squid Squad bringt ihren ohnehin genialen Squidcore-Sound auf einen völlig neuen Level der Freshness und die Tentakel zum Wackeln. Yo, der perfekte Sound für einen Revierkampf. Ja, ja, das ist echt cool. Ich mag auch wirklich die Sprache sehr gerne, muss ich zugeben, von dem Spiel. Das ist ganz cool. Okay. So, dann das letzte Level hier aus Welt 4. Level 21, eben das mit dem unschönen Flugobjekt und dem Pinferno wieder mal. Okay. Und in der Dekabahnstation, die kennen wir ja sehr gut. Deswegen sollte ich mich hier ganz gut auskennen, aber oh, der Hintergrund wurde verändert. Oder der Himmel auf jeden Fall, ist ein bisschen dunkler. Also bei Nacht, ist es so, ja nicht unbedingt Nacht, vielleicht aber so Abend, würde ich mal sagen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, ja. Yeah. So, wo könnte man hier die Seite verstecken? Ich überlege schon wieder, mir kurz den Verlauf der Map nochmal vorzustellen und mir zu überlegen, wo hier ein Weg wäre, wo man nicht so einfach hinkommt, wo man eine Seite gut verstecken könnte. Ich denke mal irgendwo in der Nähe von der gegnerischen Base. Ja, von der gegnerischen Base, und zwar wenn ich da über diese Wasserpfütze da vielleicht drüber springe. Vielleicht dort auf der anderen Seite. Das würde sich ganz gut machen als Versteck, um eine Seite da zu packen, würde ich jetzt mal vermuten. So, wo gehe ich jetzt hin lang? Ich gehe mal hier entlang. Also diesen Weg da meine ich nur halt dann auf der gegnerischen Seite. Dass halt hier dann irgendwo die... Das sind Oktobälle. Dass halt hier dann irgendwo auf der anderen Seite, wo die Gegner sind, dass da irgendwo die Seite vielleicht ist. Hier oben, da sind nur Punkte. Okay, aber einige dafür. Und da ist ein Upgrade. Das hole ich mir auch gleich. Weil hier bestimmt einige Gegner sind, ja. Sehr schön, Tinsuka. Perfekt. Und bam! Und bam! Und bam! Und... Oh Gott, na, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein Gott. Ja, das ist ein bisschen das Problem mit der Tinsuka, dass man, während man sie hat, relativ langsam ist. Und man eben deswegen nicht so ganz einfach ausweichen kann. Aber man kann ja trotzdem noch zum Tintenfisch werden und so dann eben doch noch ganz gut ausweichen. Okay. So, dann weiter geht's. Die Hälfte haben wir schon. Also das Level ist auch nicht wirklich groß. Wir kennen ja die DK-Bahnstation. Die ist ja nicht so mega groß. Aber auf jeden Fall trotzdem ganz cool hier wieder mal. Gefällt mir. So, hier jetzt vielleicht irgendwo. Das hier die Seite. Also hier würde ich sie verstecken. Oh mein Gott! Oh, und das sieht auch sehr gut aus, ja. Die wird stark bewacht. Also hier ist sie, glaube ich, wirklich. Ja, yep. Das habe ich mir schon gedacht. Sehr schön. Und es ist sogar hier eine Barrikade eingefügt worden, wenn ihr gesehen habt, dass man da gar nicht anders hochkommen kann. Also man muss hier so außenrum gehen. Okay, alles klar. Jetzt muss ich hier... Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt eine schwierige Stelle. Ich will die, glaube ich, gleich mal ablenken. Aber erstmal wieder schießen lassen. So, okay, jetzt da durch. Ablenken, zack. Und töten. Stirb und stirb. Okay. Also das Ablenken ist wirklich... Ah, das ist ein Schwamm da. Das ist ein Schwamm. Ja, ist ein Schwamm, cool. Also das Ablenken ist auch wirklich immer relativ wichtig von den Gegnern, vor allem von den Stärkeren da, weil die mich halt relativ einfach besiegen können, wenn ich denen zu nahe komme. Und deswegen ist da Ablenkung durch eine Bombe eigentlich nie wirklich verkehrt, finde ich. So, hier oben hätte sie vielleicht auch noch sein können, weil hier kommt man auch nur hin, wenn man hier so ein bisschen außenrum geht und einen Umweg macht. Aber nee, hier ist sie nicht. Die war ja gerade eben da schon, wo wir sie gefunden haben. Okay. Und dann sind wir eigentlich schon fertig, außer dass sind noch ein paar Idioten, ja, aber... okay, einen Bombenhagel. Den hebe ich mir, glaube ich, auf. Für gleich den Mini-Boss. Ja, doch, ist, glaube ich, klüger. Und hoch zu dir. Hallo, na, wie geht's? Zum dritten Mal und ich werde dich töten. So, Bombenhagel. Ja, obwohl ich hätte den vielleicht erst später einsetzen sollen. Ja, das ist aber schon... Oh Gott! Das war dumm von mir. Ja, jetzt habe ich den völlig verschwendet. Aber das, oh mein Gott! Das ist schon sehr viel schwieriger jetzt hier, weil hier jetzt auch noch solche Barrikaden im Weg sind, wo ich sehr stark verlangsamt werde. Ha! Okay, der wird also auch von Mal zu Mal besser. Sehr interessant. Aber ich habe hier auch... Ach so, Moment mal. Ah, okay, ich sollte es, glaube ich, gar nicht so machen, wie ich es jetzt mache, sondern ich sollte es so machen, dass ich hier so entlang rutsche. Genau. Dann immer rauskomme und die dann richtig schön vermöble. Sehr schön. Cool. Und wir haben ihn befreit. Oder, ja, noch nicht ganz, aber auf jeden Fall haben wir ihn jetzt befreit und gerettet. Yay!
cool. Dann schaffen wir auf jeden Fall noch den Boss von Welt 4 in diesem Part. Da freue ich mich schon drauf, denn die Bosskämpfe sind eigentlich immer ganz cool. Und ich bin schon gespannt, was sie sich hier für den vierten Boss wieder für ein Prinzip haben einfallen lassen. Erinnert an den Inhaber des Schuhgeschäfts. Kann es Kreaturen gegeben haben, die sich von Garnelen ernährten? Das klingt unvorstellbar. Oh, lecker. Okay. Und wir dürfen zum Boss. Kann ich eigentlich zum Boss hinschampen? Geht das? Nee, kann ich nicht. Den muss ich erst freispielen. Aber ich bin ja gleich in der Nähe zum Glück. Lande ich da drauf? Nee, ich hätte da drauf landen sollen. Aber hier komme ich, glaube ich. Von hier aus müsste ich hochkommen. Ja, das sollte funktionieren. Ja, es passt. Okay, sehr schön. So, um wen handelt es sich? Zahn um Zahn mit Octodentor. Okay, ein Zahnarzt oder wie? jetzt bin ich einmal gespannt. Oder ja, vielleicht kein Zahnarzt, aber er hat vielleicht sind Zähne seine Schwachstelle. Oder sowas. Zahn um Zahn mit Octodentor. Ich bin gespannt. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Auch der Hintergrund gefällt mir hier sehr gut. Und auch die Arena, weil hier draußen überall... Boah, das sieht ja mega schlimm aus hier. Überall giftige Suppe, wo ich auf gar keinen Fall rein will. Okay. Ich glaube, ich maße mal schon mal so ein bisschen was an. Damit ich gleich ein bisschen was hier schon habe und nicht erst alles noch einfärben muss. Aber ich glaube, das wird sogar wieder gelöscht, oder? Wir schauen mal. Ja, das sind ein bisschen arg scharfe Zähne. Und wieder ein Tentakel natürlich. Okay, du bist ja verdammt eklig. Okay, ist es ein Fisch oder wie? Ach du Scheiße! Oh, ja, lol! Was ist da? Ach so, okay. Was? Okay, das ging jetzt alles ein bisschen zu schnell für mich. Ich konnte jetzt nicht wirklich rechtzeitig reagieren, was da jetzt los war. Okay, ich glaube, ich habe schon so vielleicht so ein bisschen verstanden. Also er wird mich, glaube ich, immer umzingeln. Ich komme da gar nicht drum herum. Muss jetzt mir einen Weg freibahnen und raus hier. Und muss währenddessen immer seine Szene kaputt machen. Oder so. Sind alle tot? Ich habe doch... Habe ich nicht alle Zähne zerstört? Nein, geh raus! Oh Gott, geh raus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe doch alle zerstört. Muss ich... Ah, und dann... Ah, dann eine Bombe reinwerfen. Ah, cool, okay. Das ist ein schönes Prinzip. Der gefällt mir bisher am besten, glaube ich. Man muss sich quasi fast fressen lassen. Also, ja, nicht wirklich fressen lassen. Aber man muss auf jeden Fall in sein Maul geraten. Sich befreien. Und die sind jetzt aus Metall, oder wie? Also, die halten mehr aus. Okay. Dann die Zähne eben kaputt machen und dann noch eine Bombe reinwerfen. Das ist auch sehr interessant, weil es das erste Mal ist, dass man Bomben wirklich zwingend braucht. Ja, die halten viel mehr aus, die Zähne jetzt. Okay. Das wird jetzt schwierig, glaube ich. Kann ich auch jetzt schon eine reinwerfen eigentlich? Ja, oh Gott. Ja, kann ich. Okay. Ich muss also nicht unbedingt alle kaputt machen. Okay, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Aber ist auch ein cooler Boss. Der gefällt mir, glaube ich, bisher am besten. Vom Prinzip her. Doch, der ist cool. So, und jetzt sind sie aus Gold. Ich wusste es. Sehr schön. Ja gut, er hatte erst normale Zähne, dann Silberzähne und jetzt Goldzähne. Ja, okay. Sehr cool auf jeden Fall. Kann ich dem hier wirklich überhaupt gar nicht ausweichen? Den kann ich, glaube ich, wirklich nicht. Ja, und jetzt halten sie wirklich ziemlich viel aus, die Zähne. Ich glaube, das muss ich auf zweimal machen. Ja, muss ich auf zweimal machen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen was kaputt hier. Und jetzt dann gleich... Was macht er jetzt? Ach, kann er noch eine andere Attacke? Was zum Teufel? Der kann mit seinen Zähnen schießen? Boah, hab ich mich gerade erschrocken, hey. Ich dachte, die stürmen jetzt alle auf mich zu und wollen mich dann töten. Aber nee, die haben nur selber angegriffen. Also ich konnte ja auch währenddessen seine Zähne schon ein bisschen kaputt machen. Sehr interessant. So, komm, was zum... Warum? Was hat er denn jetzt gemacht? Warum hat er jetzt geschielt? Keine Ahnung. Ah, und die reihen sich auch immer wieder so oft, dass sie immer wieder genau in der Mitte sind. Ach komm, die waren doch schwach, komm jetzt. Die reihen sich immer so oft, dass sie genau in der Mitte sind, offenbar. Auch sehr interessant. Und ich glaube, er frisst jetzt auch schneller zu. Also da muss ich auch mehr aufpassen. Okay, aber ein sehr cooles Prinzip hier. Richtig cooler Bosskampf. Der war echt cool. Sehr schön. Und wir haben es geschafft. Was für eklige Geräusche. Und stirb. Flatsch. Sehr schön. Und die Schriftrolle kriegen wir auch wieder. Noch ein paar Punkte. Wir kriegen leider nicht ganz 1500 zusammen, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber stimmt, wir machen ja dann morgen die... Amiibo-Herausforderungen mit hier mit dem Jungen und dann kriegen wir auf jeden Fall 1500 zusammen und dann können wir uns beim nächsten Mal die Heldenwaffe maximieren lassen und dort dann mit doppelter Geschwindigkeit schießen. Das wird dann, glaube ich, ziemlich episch werden. Okay, cool. Das war echt ein schöner Bosskampf. Holla Nummer 3, das geht dir aber leicht von der Hand. Dankeschön. Besser als erwartet. Nur weiter so, solange bis du den Riesen-Elektro-Wales hast. Du wirst doch nicht etwa Captain Kuttelfisch vergessen. Wumpf, wumpf. Huch, wer spricht? Rampf, euer Revier. Ach was, der Bösewicht? Hey du, rück den Riesen-Elektro-Wales raus. Und den Captain auch, bloß nicht vergessen.
Euer Revier gehört mir. Jetzt mach mal halblang. Quatsch uns hier nicht den Funk zu. Hey, Nummer 3. Tu was gegen diesen Klappautermann, und zwar schnell. Okay, ja, ist definitiv der Bösewicht. Haben jetzt auch Nummer 1 und 2 bestätigt. Also der Final Boss wahrscheinlich sogar. Okay, Anti-Octo-Prototypen, bla bla bla. Und wieder eine neue Waffe im Booyabasa von Arti. Sehr schön. Die werden wir uns dann auch mal irgendwann demnächst anschauen. Vielleicht am Samstag und Sonntag dann, wenn wir online spielen. Dann werde ich mir wieder eine neue Waffe aussuchen. Und vielleicht nehmen wir die dann da schon. Oder ja, mal gucken. Vielleicht nehmen wir auch erst die Update-Waffe, die jetzt neu hinzukam. Also ich komme irgendwie mit den Waffenzeigen gar nicht hinterher, weil irgendwie mehr Waffen geupdatet werden, als wie ich euch zeigen kann, habe ich so das Gefühl. Aber schauen wir mal. Ich will ja am Ende jede Waffe einmal gezeigt haben, zumindest alle, die grundverschieden sind. Also dieselben Waffen, aber von unterschiedlicher Marke, die dann nicht unbedingt. Habe ich ja schon erklärt. So, ist hier oben die letzte Welt? Es gibt ja offenbar 5 Welten. Und deswegen müsste das hier eigentlich die letzte sein, oder? Ach du heilige Scheiße. Das sieht ultra kompliziert aus. Ach du heilige. Da oben ist ein Sprungfeld. Und da komme ich zum... Achso, da komme ich da nach oben. Und da oben ist, glaube ich, nämlich der Final Boss schon. Wird nämlich auf dem Gamepad angezeigt. Oder nee, nee, wird... Nee, warte mal. Wo war das UFO? Warte mal, wo ist das UFO? Mir wird nämlich auf dem Gamepad angezeigt, dass irgendwo hier ein Boss durch die Gegend fliegt. Und zwar... Wartet mal... Und zwar hier hinten irgendwo. Da oben, genau. Ja, doch, stimmt. Das hier müsste dann... Ist das der Final Boss oder ist das der Boss von Welt 5? Also ist der Boss von Welt 5 der Final Boss oder gibt es einen Boss von Welt 5 und danach noch den Final Boss? Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall, glaube ich, erstmal wieder alle Welten aufmachen noch in dem Part. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ihr könnt schon abschalten, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das nicht mehr sehen wollt. Aber ich will ganz gerne noch alle... Welten hier finden. Das kann ja immer ein bisschen dauern, bis man die alle gefunden hat überhaupt. Vor allem jetzt hier, weil das relativ kompliziert aussah alles. Und hier jetzt 6 Welten zu finden, das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich schwierig. Aber ich schau mal, dass ich alle so einigermaßen finden kann. Da oben ist doch bestimmt eine irgendwo. Immer noch nicht. Das Komische ist ja auch, dass dieses Sprungfeld, das da oben war, das mich offenbar zum UFO führt, schon aktiviert war. Was bedeutet denn das? Kann ich jetzt schon den Boss machen oder wie? Ja gut, es kann natürlich sein, dass da oben halt einfach der Bossraum im Prinzip ist. Aber, sag mal, wo sind denn die ganzen Welten? Das gibt's noch nicht. Dass halt da oben der Bossraum ist, aber ich halt erst, wie immer, die 6 Elektrowälze retten muss und ich erst danach dann, zu ihm kann. Muss ich das so... What the fuck? Achso, nee, ich kann es nach unten hauen. Wo komm ich denn... Nein, das wollte ich nicht. Wow, ich bin klug, ich weiß. Wo komme ich denn hier zu den Welten? Ich habe noch keine einzige gefunden. Und es gibt 6 an der Zahl. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Ich will die zuerst jetzt alle finden, bevor wir weitermachen. Oder bevor ich halt den Part beende. Hier hinten ist eine, oder? Ne, hier ist... Ich dachte, der fährt nach oben und nicht von mir weg. Wow. Ein Glück kann man hier auf der Overworld nicht Game Over gehen. Ansonsten hätte ich hier ziemliche Probleme. So, wo führt mich der hin? Der fährt hier hin und da kann ich nach oben. Und da komme ich doch jetzt zu einer Welt, oder? Jetzt komm schon. Ja, immer noch nicht. Kann ich jetzt bitte mal eine Welt finden? Ich habe schon so viel angetintet und ich finde immer noch keine. Das kann doch nicht wahr sein. Hier komme ich ja... Ah doch, hier komme ich auch nach oben. Ja gut, hier oben ist jetzt aber eine, oder? Komm schon jetzt. Also, will ich das Spiel verarschen? Kann ich jetzt bitte mal was finden? Danke. So, was haben wir hier? 23. Schwämme im Kreuzfeuer. Oh Gott, wieder Schwämme. Ja, Schwämme sind irgendwie böse, finde ich, weil halt auch die Gegner die attackieren können. Da hinten ist auch ein... Achso, da komme ich dahin, okay? Habe ich verstanden, ja. Ich habe gerade eine weitere Welt gefunden. Hier oben müsste nämlich eine sein. Ja, genau. Und zwar, hier ist der Ocklinghinterhalt auf der Bohrinsel Nautilus. Okay, das kennen wir natürlich auch schon. Da unten ist noch so ein Ding. Das will ich mal kurz aktivieren. Ich glaube, wo führt der hin? Ich folge ihm mal kurz und schau mal. Hier auf die andere... was tue ich denn? Hier auf die andere Seite. Und hier ist auch nochmal eine Welt. Sehr schön. Oder ein Level. Was? Zaungastspiel in der Drehfabrik. Okay, was ist das denn? Keine Ahnung. Und was ist die Drehfabrik? Ist die Drehfabrik auch wieder ein Level, das vielleicht mal später hinzugefügt wird? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Werden wir schon herausfinden. Also wir haben jetzt gerade so ziemlich in den Ecken die 3 Level gefunden. Also bestimmt ist in der anderen Ecke, wo wir noch keine Level gefunden haben, auch noch eines. Das wäre dann direkt über mir. Ja, da ist bestimmt auch... Warte mal, ich will kurz... Ja, Moment, ich will kurz den nochmal aktivieren. Und mit dem hier nach oben fahren. So, mit dem hier nach oben fahren. Und dann ist hier oben bestimmt auch nochmal eine Welt, weil dann haben wir in allen Ecken bereits eine Welt hier gefunden. Oder warum sag ich eigentlich Welt? Ein Level gefunden. Also hier oben ist bestimmt auch noch eins. Habe ich schon aktiviert? Ja, ich habe es gerade eben, glaube ich, aktiviert. Oder?
Ja, habe ich. Ja, fast zumindest. Jetzt. Sonderschicht in der Schaltzentrale oder Schalterzentrale. Okay. Ja, die geht ja noch so weit nach oben, hey. Also in der Mitte habe ich noch gar kein Level gefunden. Vielleicht ist da unten einfach ganz random in der Mitte irgendwo eins. Das kann auch sein, aber glaube ich eigentlich ehrlich gesagt eher nicht. Ich will mal jetzt noch hier nach oben gehen. Wie komme ich denn hier nach oben? Hier komme ich ein bisschen weiter nach oben. Ich will mal kurz schauen, was da ganz oben jetzt ist. Ich hoffe, das ist kein Fehler, weil nicht, dass ich dann irgendwie schon... Halt, komm noch runter. Nicht, dass ich dann schon irgendwie zum Final Boss springe und den schon machen darf, aus irgendwelchen Gründen, aber ich glaube nicht. Bisher war es ja wirklich immer so, dass man die Elektrowelse gebraucht hat, um den Boss der Welt besiegen zu dürfen oder halt gegen ihn kämpfen zu dürfen überhaupt. Und deswegen denke ich mal, dass es hier nicht anders sein wird. Was bist du? Bist du nur Abkürzung? Du bist eine Abkürzung, ja. Und da hinten ist noch ein Level, sehr schön. Nämlich Octofluter auf der Jagd. Okay, schon wieder die Octofluter. Und dann noch ganz nach oben. Okay, jetzt bin ich hier. So, ich springe jetzt. Ist es jetzt ein Fehler, was ich jetzt tue, wenn ich jetzt reingehe? Ich bin leider neugierig. Zack. Huh. Nicht gehen. Ah, nee, okay, hier ist der Boss. Ja, okay. Dann springe ich wieder kurz zurück. Zu dem hier einfach mal. Ja, und in der Mitte fehlt auf jeden Fall noch irgendwas. Also irgendwo muss noch eigentlich in der Mitte was sein. Das kann gar nicht anders sein, weil wir haben jetzt immer in den Ecken was gefunden. Aber hier in der Mitte noch gar nichts. Und ansonsten war ich ja eigentlich auch so ziemlich überall. Also irgendwo in der Mitte muss eigentlich fast noch etwas fehlen. Aber ist es hier einfach da unten irgendwo? Das glaube ich eigentlich auch eher nicht. Hm. Da oben war ich da schon? Achso, hier komme ich her. Hier ist der Hinweg. Ja, okay. Dann wird hier wahrscheinlich nichts sein. Also ich schaue mal auf die Karte und versuche mir halt zu denken, wo... Also wo wäre noch Platz, um noch etwas zu verstecken, ein Level. Hier auf der Seite wenn dann vielleicht noch. Irgendwo. Da oben war ich aber auch schon überall. Ich war da schon jetzt überall. Das gibt's doch nicht. Da hinten noch? Ja, vielleicht da hinten, aber da war ich auch schon. Das kann doch nicht wahr sein, hey. Also wenn man rein der Logik folgen würde, dann sind auf der Seite hier drei Level, nämlich das da und dann da ganz hinten nochmal eins. Das können wir jetzt gerade nicht sehen. Und hier auf der Seite sind erst zwei Level. Also hier in der Mitte müsste eigentlich nochmal ein Level sein, laut der Logik folgend. Und ich glaube, da unten ist es auch. Oder? Nee, das ist... Oder? Nee, was bist du da unten? Nee, ich glaube, das war der Verbindungsgang zu irgendeiner... Ja, das war der Verbindungsgang zwischen irgendwelchen anderen Welten. Also nicht das, was wir jetzt suchen. Ich will doch noch das letzte Level freispielen. Ich will dann nicht ewig lang danach suchen, wenn wir dann in einem späteren Part sind. Das will ich nicht. So, wenn ich einfach mal von hier oben aus mich umgucke. Wo wäre noch Platz, um ein Level zu verstecken? Also wenn, dann muss es eigentlich auf der anderen Seite sein, weil hier sind schon drei Level auf einmal auf dieser Seite. Deswegen glaube ich eigentlich eher, dass es hier irgendwo ist. Da unten irgendwo zum Beispiel. Aber wo genau? Mann, das ist doch dumm. Ich gehe mal hier runter. Hui. Gibt es eigentlich Fallschaden in Splatoon? Ich glaube nicht, oder? Nee. Wäre mir, denke ich mal, schon aufgefallen irgendwann. Ja, dass aber auch in der Mitte keins ist, ne? Das ist auch so komisch. Ich glaube, ich werde jetzt dann sogar tatsächlich mal einen kurzen Schnitt machen. Weil ich will das jetzt schon noch finden in dem Part. Ich will nicht das dann danach dann irgendwann mal suchen, bis wir das niemals finden. Ich will das schon jetzt noch finden. Ja, nee, ich habe keine Ahnung, wo das ist, muss ich zugeben. Ja, ich glaube, ich werde jetzt echt offscreen danach suchen. Und wir sehen uns dann gleich wieder nach einem kurzen Schnitt. Wenn ich dann hoffentlich diese vermaledeite letzte Level, das uns noch hier fehlt, gefunden habe. Also bis gleich. Ah, hier unten war ich noch nicht. Ah, okay, ich habe es gefunden. Ja gut, ging relativ schnell. Ich musste nicht lange suchen. Und hier ist noch das Flugobjekt. Okay, alles klar. Wo war das? Im Skatepark. Ah, okay, gut. Ja, dann hätten wir das auch geschafft. Das hat jetzt dann doch länger, noch länger gedauert, als ich dachte. Aber das ist echt immer gar nicht einfach, hier die ganzen Level überhaupt zu finden, weil die echt immer teilweise ganz gut versteckt sind. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es für diesen Part von Let's Play Splatoon. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben. Hui! Oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird. Also erst am Dienstag geht es weiter. Ne? Ihr wisst ja, da fangen wir dann an hier mit der letzten Welt offenbar. Oder vielleicht gibt es noch eine Bonuswelt, weiß ich gar nicht. Aber also rein von den Schriftrollen her fehlen uns noch genau 6. Und halt
die Schriftrolle vom Boss oder sowas vielleicht. Ah, nee, genau. Ich glaube, die letzten, das sind, genau, das sind immer die Boss-Schriftrollen. Also passt schon. Also 6 Level fehlen noch. Das heißt, das hier ist wirklich definitiv die letzte Welt. Das sehen wir dann am Dienstag, beziehungsweise Donnerstag. Und morgen geht es eben erstmal weiter mit den Amiibo-Herausforderungen von dem Inkling-Jung. Und am Wochenende kommen wieder Online-Kämpfe, die ich erwähne es nochmal, freitags um 14 Uhr aufnehmen werde. Erst ein Revierkampf und danach ein Rangkampf. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.